Fortuna hat sich zu einem Top-Aufstiegskandidaten gemausert, aber heute müssen sie erstmal gewinnen, hat doch bei diesem Duell seit 30 Jahren bei Pflichtspielen nie die Auswärtsmannschaft gewinnen können. Aber die Düsseldorfer gaben gleich mal Gas. Die Fortuna hier in Rot setzt die Duisburger früh unter Druck. Maximilian Weister in der ersten Spielminute ein erstes klares Zeichen an die Zebras. Doch auch die hatten was zu bieten. Es war eine muntere Anfangsphase in der Schauinsland-Reisen-Arena. Valerie Domovczyski aus der Distanz. Die saisonübergreifend seit 23 Ligaspielen ungeschlagenen Düsseldorfer verloren ihr letztes Spiel ausgerechnet gegen Duisburg. Am 18. März gab es ein 0:1. Sie sind also gewarnt. Dann wurde es erstmal ruhiger nach einer halben Stunde. Mal wieder die Fortunen. Andreas Lamberts. Felix Wiedwald mit einer guten Parade. Der junge Wiedwald ja in seinem dritten Zweitligaspiel. Dann die 34. Spielminute, da ging es mal wieder rüber auf die andere Seite. Jürgen Jasula und auch der versucht es aus großer Entfernung, der ehemalige Frankfurter, erst mit einem Saisontreffer. Die beiden Trainer, Oliver Reck und Norbert Meyer, spielten einst in Bremen in einer Mannschaft. Ohne Tore ging es in den zweiten Abschnitt dieses Derbys und da gab es ein Ärgernis für die Düsseldorfer. Röster und Fink eigentlich nicht im Abseits. Das Schiedsrichtergespann um Günther Perl hatte es anders gesehen. In der 53. Minute der nächste Versuch der Düsseldorfer, die nun immer stärker wurden. Maximilian Weister geht da alleine. Die Fortuna zuletzt ja mit 5 Siegen aus 6 Spielen, aber hier fehlte noch mindestens ein Tor, um den nächsten Sieg einzufahren. Wiederum 4 Minuten später gab es den nächsten Aufreger. Das Foul von Jasula an Weister. Der sucht aber auch die Situation. Manche sagen clever dazu. Schiedsrichter Perl entschied auf Strafstoß. Jens Langenecke vom Punkt zum 1:0. Langeneckes 7. Elfmetertor bereits in dieser Saison. Ein absoluter Spezialist. 2 Minuten später, also in der 59. Spielminute, wieder die Fortuna. Die wollten jetzt mehr, die wollten jetzt den Sack zumachen. Brücker, Sascha Rösler im Stile eines Tipkick-Spielers mit viel Technik und vor allem Ruhe zum 2:0. Der Doppelschlag der Düsseldorfer. Und jetzt ist er zweistellig, der Sascha Rösler. Sein 10. Saisontor. Und was für eins. In der 71. Spielminute eine Ecke für die Duisburger. Schukalo mit dem Kopfball und Levels klärt auf der Linie. Sie gaben sich nicht ganz auf, die Duisburger, aber von einem richtigen Aufbäumen konnte man auch nicht wirklich sprechen. In der 85. Minute wieder ein Angriff der Düsseldorfer. Das ist Weister mit viel Platz und dann verlassen ihn da so ein bisschen die Kräfte. Berberovic hält da aber auch noch ein bisschen. Das war's dann auch. Die Fortuna gewinnt mit 2:0 in Duisburg. Mit 41 Zählern schließen die Düsseldorfer die Hinrunde ab. So viele Punkte hat noch nie ein Herbstmeister geholt seit Einführung der 3-Punkte-Regel.